an alle meine Zuschauer. Ja, heute spielen wir eine Runde Subnautica Teil 3. Also wie gesagt, heute kommt die Fortsetzung von Teil 1 und Teil 2. Ist ja klar, sonst würde ich Teil 3 heißen. So, wir spielen hier immer noch im Hardcore-Modus. Ich habe ja auch nicht weitergemacht. Wir haben ja gerade mal 2 Stunden gespielt. Heute werden wir wieder ein Stündchen hinlegen. So, wir laden das Ganze mal eben. Vielleicht denke ich mal auch 2 Stunden, aber ich glaube eher, das wird heute nur eine werden. So, ich habe das jetzt auch mal so eingestellt, dass wir das jetzt direkt mal auf YouTube hochladen, von Anfang an. Dann können wir uns auf jeden Fall ein bisschen sparen. Was haben wir hier? Minus 6 Höhenstärke der Basis addiert ist nun bei 4. Okay, genau, wir hatten ja hier das Ding noch gebaut. So, das war das. Ein Scannerraum wollte ich eigentlich auch direkt jetzt anfangen mit bauen. Den benötigen wir nämlich auch. Wir brauchen 5 Titan, Kupfererz, Gold und Tischkoralle. Wir werden uns auf jeden Fall erstmal hier hinbegeben, um den Rest mal hier rauszuholen. So, das ist alles schon leer. Das können wir erstmal gnadenlos einsammeln. So, auch das hier werden wir jetzt erstmal alles mitnehmen. Mal gucken, ob das alles passt soweit. Ja, die können wir eigentlich hier lassen, weil die werden nicht mehr benötigt. So, wunderbar. Gut, hören wir uns auch gleichzeitig noch mal eine Nachricht an. This is Avery Quinn, Trading Ship Center. Aurora, do you read? Over. Nothing but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease, send an SOS. You offer to help, they don't pick up. Naja, Schmierstoff jetzt nicht ganz. It's gonna take more than a week to reach your position. You still need our assistance. Over. Ach, wenn ihr natürlich wollt, lese ich euch das auch gerne vor, dann. Machen wir bei der nächsten Nachricht wieder. Okay, gut. Uninteressante Nachricht auf jeden Fall. Ja, das Medipack nehmen wir jetzt noch mit. So, hier brauchen wir erstmal nichts mehr. So, da ist auch die Seematte. Wir werden auf jeden Fall hier gleich noch ein bisschen... Jetzt können wir dann auch endlich mal ein bisschen anfangen mit Farmen. Zumindest das Notwendige. So, wir brauchen noch eine Tischkorallenprobe. Die muss hier irgendwo rumgurken. Tischkoralle. Komm schon, da haben wir sie direkt daneben. Na. Dicke Finger. Gut. Achso. Das hätten wir gleich bauen können. So, den bauen wir direkt hier dran. Machen wir keine Faxen. Kurz und schmerzlos. Sagt, hier unten bauen wir einfach nur eine ganz easy Basis. Hier oben Rest. Werden wir dann auf jeden Fall weiter tiefer bauen. Okay, was haben wir hier? Kameradrohne brauchen wir nicht. Reichweitenmodul, Magnetit, da brauchen wir ein bisschen mehr. Beschleunigungsmodul brauchen wir nicht. Überträgt es gerne noch um Daten an die Sichtfeldanzeige. Oh, das könnte man dann vielleicht später noch bauen. So, drücken wir schon mal direkt auf Scan.
So, haben wir irgendwas Brauchbares? Wir benötigen auf jeden Fall erstmal einen Communicator. Den basteln wir erstmal hier hin. Schön an Eingang. Und ja, noch irgendwas erstmal. Fabricator, den brauchen wir auch. Was wird Gold? Oh, da bin ich komplett arm, würde ich mal sagen. Da müssen wir auch gleich mal losstiefeln und ein bisschen Zeug besorgen. So, Kreislauftauchgerät. Erstmal Zeug reinpacken. So, hier werden wir fertiges Zeug reinpacken. Trinken, trinken, trinken. So, das brauchen wir nicht. So, das werden wir dann später auch noch umbenennen. Vielleicht mache ich das mal außerhalb eines Videos. Das müsst ihr euch ja nicht unbedingt dann geben, aber lassen wir uns überraschen. So, Fabrikator, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen trinken. Dann müssen wir jetzt nochmal zurück zu dem anderen Fabrikator. So, ich brauche auf jeden Fall dich. Hier oben lag noch eine drauf. Wir wollen ja nichts verschwenden. Davon bin ich immer kein Fan. So, ich wollte nochmal gucken, ob wir noch was anderes sehen. So, wir werden jetzt erstmal ein bisschen Trinken produzieren. Und dann nehmen wir ein bisschen Zeug holen, was wir so jetzt noch benötigen, um die Basis noch ein bisschen auszubauen. Und dann würde ich sagen, gehen wir nachher direkt nochmal ins Pilzbiom, also insofern wir die Nachricht bekommen, dass wir dorthin müssen. So, das möchte ich nicht. Hier, das möchte ich. Jawohl. So, wir brauchen hierfür Batterieladestationen. Die müssen wir auf jeden Fall noch finden. Die ist ganz wichtig. So, wir brauchen Gold und Titan. Das haben wir auf jeden Fall schnell besorgt. Da werden wir auf jeden Fall mal unseren Scannerraum befragen. Okay, machen wir anderes. Wir wollen. Was habe ich gesagt? Ach ja. Na, den müssen wir erstmal durchscannen lassen. Erstmal wieder zurück. Das Ding. So, hatte ich jetzt ja schon irgendwas hier bunkert? Ja. Perfekt. So, dann haben wir das. Spinde brauchen wir erstmal nicht. Komposittöpfe brauchen wir auch nicht. Rest packen wir erstmal wieder rein. Braucht man nicht. Fertige Nahrung. Ja, machen wir erstmal das Zeug, was fertig ist, rein. So, Essen holen wir uns dann unterwegs. Das brauchen wir auch nicht. Und da hören wir uns direkt nochmal die Nachricht an. Communicator, spiele zuvor aufgezeichneten Nurfred ab. Hier spricht Osi von der Cafeteria. Was zur Hölle ist hier los? Leute, keiner hat uns gewarnt, dass so etwas passieren kann. Unsere Kapsel wurde von einem herabstürzenden Seemürtendock fast zerstört. Und jetzt hängen wir am Rand eines Höhlensystems fest. Okay. Dies gucken wir uns mal an. Aufzeichnungen.
So. Das haben wir. Rettungskapsel 17 holen wir uns mal, wunderbar. So, das ist die. So, unterwegs sollen wir auch noch ein paar Rohstoffe einsammeln. Auf jeden Fall, wir brauchen diesmal ein bisschen mehr. Titan, wir brauchen alles Mögliche. Und vor allen Dingen müssen wir noch ein bisschen Zeug scannen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich 2-3 Fahrten machen müssen. Aber diesmal läuft das Ganze jetzt auch schon geschmeidiger, wie gesagt. Dank unserer guten Seemotte. Jawohl. Oh, was sehe ich da denn? Sehe ich da etwa eine Kapsel? Eine Zeitkapsel. Also, scannen wir erstmal. Komm schon, irgendwas Brauchbares drin. Essen, Trinken, Trinken, Poster. Gut, war jetzt nicht wirklich was Brauchbares, aber das finde ich gut. Versaut mir das Spiel nicht, weil ich hatte schon mal Pech, dass ich so eine Zeitkapsel geöffnet habe und da war leider ein komplettes Late-Game-Item drin. Und ja, das hat mir so ein bisschen den Spielspaß ruiniert. So, was war hier drin? Das gucken wir uns mal an. Da haben wir ein Poster zum Aufhängen. Wunderbar. Bisschen trinken, da kann man erstmal lange nichts trinken und essen. Wunderbar, Nahrungsblocks, nicht verkehrt. So. Ah, gut zu wissen. Ein Safe-Motten-Fragment, aber das haben wir schon. Damit sind wir gerade hier. Silber, na, nicht ganz. Mehr davon, Gold. Ruhig mal von oben gucken, da sieht man manchmal ein bisschen mehr als einem lieb ist. Da haben wir gleich noch mehr. Ah, okay. Gut, das ist natürlich Blei, aber Blei ist auf jeden Fall nie verkehrt. So, gehen wir hier mal rein. Was haben wir hier? Zurückgelassener PDA. Okay, hier geht es nur um die unteren Höhen. Gut, wir merken uns hier mal bei Rettungskapsel 17. Ja, ich weiß, ich darf noch nicht tiefer. Müssen wir ein bisschen cooler bleiben. Wir brauchen erstmal ein bisschen geileren Stuff. So, haben wir hier noch was, was ich suche. Jawohl. Oh, jawohl. Jawohl, jawohl. Da sehe ich auch noch was. Und da sehe ich auch noch was. Perfekt. So, wir müssen auch gleich auftauchen. 30 Sekunden noch. Ach, da ist es, okay. So, okay. Und direkt wieder runter. Jetzt muss ich nur gucken. Hier war doch irgendwo gerade. Das ist so ein geiler Stein. Also den ich noch gesehen hatte. Jawohl, wir haben auf jeden Fall einen Frack. Das ist schon mal gut. So. Aber wir werden gleich mal Diamanten holen. Wir brauchen auf jeden Fall Diamanten. So, Subkanonenfragment, jawohl.
Okay, wie voll bin ich? Ich glaube, ich bin randvoll. Ne, da geht noch was. Da gucken wir uns mal um. Oh, kleiner Bug. Okay, da kommen wir auf jeden Fall wieder. Aber nicht jetzt. Wir besorgen uns jetzt erstmal Diamanten. Oh, 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 oh. Da habe ich ja gar nicht aufgepasst. Oh, 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 oh. Nicht, dass ich hier mir noch absaufe. Oh, das war knapp. Da ist meine Seemotte. Da nochmal. Back to the Mädchen. Und erstmal mich leer machen. Was haben wir hier? Bioreaktor. Ich weiß nicht, ob ich den schon komplett habe. Ja, habe ich schon. Schade. Da wollen wir später rein. Aber dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr Stuff, weil sonst kommen wir da nie wieder raus. Auf jeden Fall würde ich da immer noch eine Ersatzbatterie mitnehmen wollen. Etc. Also ich bin jetzt erstmal dafür, wie gesagt. Wir besorgen uns als nächstes einen Diamant. So, jetzt aber erstmal zurück. Sorry Fisch, das wollte ich nicht. Und danach müssen wir auf jeden Fall auch erstmal die Butze wieder reparieren. So, das haben wir auch schon weg. Was ist mein Repairer hier? Damit ist der ganz verdammt raus. Bisschen Glas produzieren. Jede Menge Titan, das brauchen wir auf jeden Fall erstmal am Anfang in Massen, später wieder dezent. Das Glas ist nicht verkehrt. So, jetzt muss ich mal selber gucken. Ich brauche die hier, Signalbojen. Dann nehme ich gleich noch eine mit. Wir sind immer nicht verkehrt. Und was haben wir hier? Titanbahn brauchen wir erstmal nicht. So. Machen wir uns leer. Eins, zwei, drei. So, dann müssen wir gleich noch ein bisschen was produzieren. Dann machen wir noch einen Schrank erstmal dran. So, dann hätten wir das auch. Das geht hier rein. Das geht hier rein. Hier rein, Essen 75, ach, da kann man noch oft bewahren. Und das sind 50, das lassen wir auch eingesteckt. So, sonst noch irgendwas? Sehr wohl. Gold kommt mit hier noch rein. Produzieren wir gleich noch einen Schrank, einfach weil wir es können. No. Was soll das? Na gut. Ne, der fällt mir hier nicht. Warum kann ich den hier nicht hinbauen? Sondern erst so weit. Das ist ja witzig. Na gut, dann ist es halt so.
Gut, dann hätten wir das, das, das. So, Essen haben wir, Trinken haben wir. So, was wollte ich jetzt machen? Ach ja, mit die Nacht. Warum steht denn das Ding so weit weg? Das finde ich ja jetzt albern. Macht er das wieder? Ja. Okay. Seit wann? Seit wann steht denn das so weit weg? Ist ja merkwürdig. Aber na gut. Dann will ich den doch wieder hier haben. Aber das finde ich jetzt ein bisschen albern. Das hatte ich ja noch nie, das Problem. Irgendwas Blödes reingepatcht, dann entsteht wahrscheinlich sowas. Ich hatte die schon öfters hier, Alter. Wie weit? Das hat was mit dem Schrank zu tun, vielleicht. Irgendwas beißt sich hier. Okay, aber das gucke ich mir mal in Ruhe an. Der Captain ist tot, das wusste ich. Und er hat einfach das Kommando übernommen. Die letzte Handlung des Captain war mir, die Koordinaten vom trockenen Land zu geben. Wir treffen uns 1,5 Kilometer südwestlich der Abschnittstelle. Bleiben Sie zusammen und viel Glück. Diese Meldung wird nun wiederholt. Koordinaten unbrauchbar. Ursprungskoordinaten der Übertragung gespeichert. Okay, wir müssen ja dann zum 19 noch. Ja, warte mal, die Kameras will ich mal ausschalten. Die nerven mich sonst nur. Rettungskapsel brauchen wir auch nicht mehr. Ach doch, Kameras lass mal an, damit ich meine Heimatstation immer finde. So, wir machen gelb als erfüllt. Hier waren wir schon. Die gucken wir uns dann einfach nochmal an, da will ich eh nochmal hin. Seematte lassen wir auch so, Rettungskapsel lassen wir auch so. Gut. Jetzt wollte ich mal hier dran gucken, was wir hier haben. Okay. Ja, das ist das Schwer, sieht man schön, wo das alles ist. Hier ist meine Basis und, ach ne, hier ist die. Und hier sind die ganzen Brocken. Das ist im... Ah ja, Westen, nordwestlich. Wir wollen aber diesmal nach Nordosten. Ich wollte ja was Spezielles besorgen. Und zwar Diamanten. So, machen wir Nordosten. Da wollte ich nämlich nochmal das Pilzbiom. Hier sollte auf jeden Fall die Aurora sein. Genau. Da waren wir ja, glaube ich, schon in Teil 2, kurz bevor wir uns die Motte zusammengeschraubt haben. Und da müssen wir jetzt mal die Wände absuchen. Also ich hoffe nicht, dass das passiert, was ich denke, was passieren könnte. Und wir dabei gleich jämmerlichst verrecken. So, ich schalte auch mal Licht ein. So, da werden wir auf jeden Fall auch gleich noch ein paar Zyklopenbauteile finden. Und wichtig ist immer hier, ich brauche noch ein paar Rohstoffe. So gesagt, immer ein bisschen umgucken. Wie gesagt, meistens hast du Glück oder hat man Glück, dass man die, wie gesagt, immer an den Dingern hier findet. Da habe ich gerade noch welche gesehen. Ja, ja, shut up. Ach, gegebenenfalls reißen wir 2 oder 3 Mal. So, haben wir hier was zum Scan drinne. Ah, der ist auf Schneiderfragment. Haben wir schon, okay.
Ja, seht, da gibt es hier gute Rohstoffe immer an der Wand. Immer schön die Augen offen halten und dann findet man auch genug. So, mach dich da mal weg. Haben wir hier auf der Seite noch was? Okay, wir machen es erstmal weiter. Dorthin, was wir wollen. Wir wollen den Diamanten besorgen. Sorry, Fisch. Sorry, Fisch. Was läuft denn jetzt hier? So, da haben wir auf jeden Fall einen Frack. Das werden wir auf jeden Fall mal markieren. Darum habe ich nämlich hier die Bojen mitgenommen. Na, jetzt. So, da können wir hier nicht was dran schreiben. Und das nennen wir Frack 1. Ich weiß nicht genau, welches das ist. Ich schreibe es einfach nur ran. Das nächste wäre dann Frack 2. Hat das jetzt übernommen oder ärgert er mich? Ne, wunderbar. Gut. Da sieht man es dann noch schön. Frack 1. So, weiter geht's. Jetzt sind wir auch schon da, wohin wir wollen. Und jetzt, wir können Maximum bis auf 200 Meter runter. Und jetzt müssen wir hier diese Wände abgrasen. Da gibt es dann das, was ich möchte. Ja, ja. Nichtsdestotrotz nehmen wir auch das hier alles mit. Wir brauchen mindestens 2 Diamanten. Die sind hier auf jeden Fall nicht drin. Wie gesagt, die Steine sehen so ähnlich aus wie die ersten, nur in schwarz. Das zeige ich euch dann auch gleich. So, ich gucke mich auch ein bisschen um, falls ich hier noch irgendwelche Teile zum Scan finde, was ich auf jeden Fall finden sollte, weil hier findet sich Tauchwerk haben wir schon, schade. So, hier sollten wir, da haben wir zum Beispiel was, ein Brückenteil vom Zyklopen. Da haben wir schon die ersten coolen Dinger. Zeige ich euch gleich. Zack. Können wir das scannen? Ne, Lithium. Da haben wir so einen. So sehen die aus. Schieferbrocken. Und hier könnten Diamanten drin sein. Aber leider jetzt nur Gold drin. Lithium ist nie verkehrt. Hier haben wir gleich noch Zyklopenbrückenkopf, perfekt. Zyklopenbrückenkopf. Ich muss mir ein bisschen die Augen offen halten. Warum würde ich jetzt ungern spoilern? Wenn es passiert, dann passiert's. Wenn es nicht passiert, soll es mir fast sogar noch lieber sein. Aber wenn es passiert, werde ich mich wahrscheinlich einscheißen. Was ist mein Schiffchen dort? So,
jetzt natürlich schlecht, wenn es jetzt schon wieder dunkel wird. Was haben wir hier? Nix, nix, nix. Da haben wir auf jeden Fall ein Schieferfragment. Nicht das, was wir suchen. Immer noch keine Diamanten. Aber wir müssen auch gleich wieder zurück. Was macht mein Schiff? 84. Jetzt mal gucken, ob wir noch irgendwo ein geiles da. Diamant, okay. Noch ein Diamant. Wir haben jetzt noch einen Platz frei. Mal gucken, ob wir noch was finden. Und dann muss ich auf jeden Fall raus. So, haben wir auf jeden Fall Diamanten, Diamanten. Haben wir irgendwo noch so einen geilen, da haben wir noch so einen Schieferblock. Okay. Das soll uns reichen, ab zurück. Okay. So, schnappen wir uns noch das hier. So, danach holen wir uns noch ein paar Fischchen zum Essen. Aber das machen wir erst nachher. Und jetzt brauchen wir auch wieder dann welche. So, da würde ich sagen, das war noch eine hervorragende Ausbeute. Wir haben hier zwei Diamanten und wir haben jede Menge anderen Shit. Und ja, zurück. Das freut mich ja. Aber nichtsdestotrotz kommen wir gleich nochmal her. Wir machen diese Runde jetzt noch einmal. Dann haben wir auf jeden Fall genug Zeug. Das haben wir schon. Das war jetzt... na, Zeugs halt. So, weil wir werden jetzt dann als nächstes hier reingehen. Wir werden jetzt Stück für Stück uns dann noch die Fracks nebenbei anschauen. Das Scannerraum brauchen wir nicht. Das läuft, würde ich sagen. Auf jeden Fall muss ich dann auch mal mein Schiff reparieren. Ja, zum Beispiel aus den Dingern, wenn man denen zu nahe kommt, dann droppen die so ein Zeug. Pass auf. Und die hier, wenn man schafft, die rechtzeitig einzusammeln, die Murmeln, bevor die platzen, kann man dann später Torpedos draus bauen. Aber das werde ich euch ein andermal zeigen. Davon sind wir noch weit entfernt von Torpedos, also das wird bestimmt nicht vor, ich sag mal, Kapitel oder beziehungsweise Teil 10 sein. Aber dafür brauchen wir den Zyklopen. Ich gehe mal davon aus, den werden wir bei Teil 5 oder 6 dann bauen. Also wenn wir dann zumindest auch alle Teile gefunden haben. So, haben wir hier auf jeden Fall jede Menge Gold. So, ach ja, ich wollte mal gucken, was wir dafür benötigen. Hier ist die Subkanone, die könnte man dann auch bauen, aber die interessiert mich jetzt nicht. Wir brauchen Batterie und Höhlenschwefel, das haben wir tatsächlich da. Hier haben wir Höhlenschwefel, das brauchen wir für eine Batterie. Und wir brauchen auf jeden Fall... zwei davon.
So, und ich glaube, wenn wir dann jetzt mit dem nächsten fertig sind, mit dem Frack, dann können wir auf jeden Fall Batterieaufladestation bauen und dann geht es uns erstmal hervorragend. So, her mit der Batterie. Da haben wir sie auch schon. Ein nicer Dicer. Und wir stellen... Geil. So, damit haben wir erstmal eins mit der wichtigsten Werkzeuge, die wir benötigen. So, das geht hier rein. So, das wird dann, wie gesagt, demnächst mal sortiert. Dann machen wir mal Blei wieder raus. Machen wir lieber das hier rein, weil das eher passt. Ne, das würde ich gerne behalten. Das machen wir mal hier rein. Machen wir mal hier rein. So, ich wollte mir auf jeden Fall noch eine weitere Boje bauen. Was brauche ich dafür? Warte. Das leider nicht im Kopf. Wie schade. Hätte ich das alles im Kopf. Ach, das wäre so schön. So, machen wir die Bojen. Na, sag mal. Din, 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 din. So, wir brauchen Kupfererz und Titan. Kupfererz und Titan, okay. Schon mal Kupfererz. Und einmal Titan. Perfekt. Hier wollte ich noch mal hin. So, ja, hier haben wir schon wieder eine Nachricht, aber die interessiert uns jetzt erstmal nicht. So, wir brauchen einen Repairer. Das Frack. Da machen wir uns hin. Und da holen wir jetzt erstmal alles raus, was wir da drin finden können. Dann machen wir uns weiter, holen noch ein paar Diamanten. Wenn machbar, noch ein bisschen anderen Stuff. Ja, und dann hören wir uns die Nachricht an. Und ich glaube, dann ist die Stunde auch schon rum. Und ich würde sagen, wir haben heute gut und schnell viel geschafft, ohne groß Quatsch zu machen. Ich weiß noch nicht, wie ich das Video da nennen werde. Aber wahrscheinlich Diamonds, your best friend for women. Ich glaube, so in der Art sagen sie das. So, nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt schon drauf, dieses Frack zu durchsuchen. Und ich kann nur jedes Mal immer wieder sagen, wie wunderschön doch dieses Spiel einfach ist. Fantastic, einfach fantastic. Oh, jetzt habe ich mich kurz erschrocken, weil ich dachte, ich habe hier keine Aufzeichnung gestartet. Da hätte ich mich natürlich jetzt natürlich richtig in den Arsch gebissen, weil Hardcore-Modus, wenn ich hier nicht aufpasse. Genau, hier waren wir tatsächlich sogar schon mal in dem Frack. Und jetzt kommen wir nämlich dorthin, wohin wir wollen. No. Also die haben auf jeden Fall ein bisschen was gemacht am Hut und so. So leidet bei den Türen immer öffnen das Licht aus.
So, da schweißen wir schön die Tür auf. So, wir müssen ja, glaube ich, auch zwei oder dreimal raus aus dem Frack, weil ich habe noch nicht so viel Luft, wie ich gerne hätte. So, da haben wir schon Batterieladestation. Naja, so jetzt. Da hat mich das gestört. So, wir gehen erstmal ein bisschen Luft schnappen. Die machen wir dann gleich auf die Tür. Hier hat irgendwas gerade geleuchtet. Habt ihr das gesehen? Ah ja. Ein Bilderrahmen. Her damit. Ach, wenn ich immer so komisch gucke, ich war da unten rechts, sieht man immer das Zeichen, dann was in der Nähe ist. Ey, na, seit wann komme ich denn hier nicht durch? Was soll denn das, hä? Was haben die denn verändert? Also irgendwas stimmt definitiv nicht. Also hier stimmt was mit den... So. Jetzt werde ich mal kurz was nach der Auflösung gucken. Also das hatte ich noch nie. Wie gesagt, erstens liegt hier was nicht richtig an. So, Grafik, gucken wir mal nach. Ach hier, Bewegungsunschärfe, wie ich das hasse. Ja, das kommt von mir aus dick an. Dick an. Zittern brauchen wir auch nicht. Hm. Allgemein, Auflösung stimmt. Nehmen wir mal Vollbild raus, kurz. Na, es ist neu, dass ich hier nicht mehr durch die Türen komme. Das hatte ich, wie gesagt, noch nie. Bei einem anderen jetzt hier, aber warum? Versiegelte Tür zum Aufschneiden. Hm. Also hier backt auf jeden Fall. Hä? Hä? Okay. Okay, ich würde sagen, ich beende mal kurz das Spiel, weil das hatte ich ja jetzt auch so noch nie. Davon bin ich ja jetzt kein Fan, wenn ich hier durch die Engine glitsche. Ja, ne? Haut doch was nicht hin. Doch. Hm, okay. Ich will nach hier unten und da jetzt nehme ich noch geilen Stuff und da komme ich aber nur hin, wenn ich da schaffe, durch die Tür zu kommen. Okay. Na gut, ich scheiß mich da jetzt nicht ein. Das finde ich wahrscheinlich auch woanders noch, aber...
Kriege ich das hier scannt? Ne, ich kriege auch nichts von hier unten hier scannt. Na gut, dann müssen wir das erstmal ignorieren. Und ich glaube, das sollte eigentlich auf dem Boden liegen. Also irgendwas hat sich verschoben seit dem letzten Patch. Basiswarnung, ausschließlich Notenergie. Okay, da gebe ich erstmal nichts drauf. So. Was haben wir hier? Haben wir die 6. So, wo hatten wir jetzt die 17? 300 Meter, da kann ich nicht hin. So, jetzt wollte ich noch mal kurz zur 17. Mach mal gelb, damit ich die gleich halt. Okay. Dann müssen wir uns mal den geben. Gut, wir gehen erstmal kurz nach Nordosten. Wir versuchen da jetzt noch ein bisschen Zeug zu finden. Jetzt bin ich ein bisschen natürlich verärgert, weil... oder was heißt verärgert? Ich bin jetzt halt ein bisschen... Bin jetzt halt ein bisschen verblüfft, weil das Ganze ja buggt. Das hatte ich jetzt auch noch nie. Also sind auch tatsächlich meine ersten Bugs in diesem Spiel. Ich hatte vorher tatsächlich keine Bugs, das gebe ich zu. Es kam letztens irgendein Halloween-Update oder ein anderes Update, was sie hier reingewuchtet haben. Und seitdem buggt das, oder was? Okay. So, auf jeden Fall erstmal hier das Gute, den guten Stuff einsammeln. Bisschen Augen und Ohren offen halten. Okay, da sehe ich doch was zum Scannen. Sieht mir aus wie ein Rumpfteil. Jawohl, so ist es. Zyklop-Rumpf. Ja, das nehmen wir einfach mal mit. Das sagen wir nicht. Nee. Ja, Blei brauchen wir, glaube ich, auch langsam nicht mehr. Haben wir hier einen Teil? Nee. Doch. Gut, wunderbar. Oh, Modifizierungsstationsfragment. Perfekt. So, davon brauche ich auf jeden Fall mehr. Augen auf beim Eierkauf. Ja, ich darf auch bald nicht weiter runter. Maximal 200 Meter Tiefe. Dann ist hier Game Over. Okay, so, wie ihr dort seht, ist da ein Assi. Und ich muss dann hier auch gleich umdrehen, weil das ist er, von dem ich geredet habe. Und da muss ich auch ganz schnell weg. Weil mit dem würde ich mich halt ungern anlegen wollen. Ich will die Dinger noch.
Obwohl, letztens, wo ich das gemacht habe... ging es mir halt sehr schlecht danach, wo ich mich das letzte Mal mit dem angelegt habe. Brückenfragment. Okay, damit sind wir durch. Gut, machen wir uns erstmal zurück. Dann scheiße ich mich ja nachher tatsächlich noch ein, wenn der kommt. Gut, dann kann ich euch ja verraten, das ist der ganz große Levitan. Ja, der schnappt dein Schiff und zerkaut das und zerkaut danach dich. Und ja, dann wäre das Spiel ja auch schon an der Stelle vorbei. Das möchte ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ihr das wollt, deswegen. Wen haben wir denn hier? Ah ja, ich grüße dich. Nee, den Assi wollen wir nicht. So ist es. Wie gesagt, in seine Bekanntschaft habe ich schon mal vor Ewigkeiten gemacht. Das brauche ich nicht, kein zweites Mal. So, Rettungskapsel 6, jawohl. So, wie sieht es denn aus? Ah, ich brauche auch gleich mal ein bisschen Essen und Trinken. Sorry, Fisch. Jukra 123, ich grüße dich. So, danach wollte ich nochmal hier zur Rettungskapsel 7, da war auf jeden Fall ein anderes Frack. Würde ich mich halt darum mal kümmern wollen. Uns noch mal schön an der Motte geklingelt. Wo ist es? Repairer. Gut, ach ja, wir kennen ja jetzt mal so ein... Ne? Oh, jawohl, das kenne ich. Nur zu gut. Und wie gesagt, ich habe mich aber diesmal entschieden, einfach mal Hardcore-Modus zu spielen, weil gehe ich drauf. Deswegen muss ich hier auch mal ein bisschen dezenter sein. Und kann hier nicht gleich wie ein Bekloppter rein. Was wollte ich machen? Ach ja. Ich wollte mir auf jeden Fall erstmal ein Batterieaufladegerät besorgen. Ja, der ganz große Levitan. Wie gesagt, wo er mich das erste Mal überrascht hat. Oh ja, da habe ich doch, glaube ich, leicht gefurzt auch. So, Kabelsatz, Kupfer und Titan. Perfekt. So, das ist der Kabelsatz. Das ist das. Und da brauchen wir noch Titan. Ja, das mache ich auf jeden Fall noch. Aber ich wollte mir erstmal noch die ganz große, wie heißt es? Ich sage jetzt einfach mal Bauform, ich komme gerade nicht auf den Namen. Warte, ich sag's dir, was ich meine. Sieht man, glaube ich, draußen. Genau, Mehrzweck. Genau, der Mehrzweckraum. Und da werden dann die ganzen Spinde reingebaut, dann wird das Ganze auch umbenannt. Aber den sollte ich ja auch demnächst kriegen, sobald ich, glaube ich, diese Nachricht abhöre. Dann sollte es auch an der Stelle soweit sein. Ja, das hier hinten gesehen. Ja, ich weiß aktuell, wo ich das drin habe. Das ist wie hier mit dem Bojen. Da hinten siehst du ja auch schon, habe ich Frag 1 dran geschrieben. So, Kompass, den hatte ich auch schon. Wo ist es denn jetzt hin? Was wollte ich machen? Bin einfach nicht multitaskingfähig. Ach ja.
Das sollte hier sein. Nein. Da. So, da können wir erstmal Batterie raus. Batterie raus. Batterie raus, okay. Können wir die jetzt erstmal zum Laden packen. Und wo haben wir ja noch eine halbleere Batterie drin? Ja, da. So, ach so. Gut, da können wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen die Batterien laden. Ja, wie gesagt, es kriegt eh jeder nachher, jede eigene Substanz. Auf jeden Fall seinen eigenen Spind, sei es Blei, Diamanten, Gold, Silber, wer auch immer. Da kriegen alle eine eigene Kategorie. Der kommt beim ersten Mal an, wenn du da an das Schiff kommst und wie gesagt, wenn du komplett unter dem Ozean bist, da gibt es ja nochmal eine komplette Höhle, wie gesagt, 1200 Meter und tiefer, wo du da mit einem Krebs unterwegs bist, da muss man nochmal vorsichtig sein, aber wie gesagt, sobald du es ja eh durchgespielt hast, dann weißt du ja, was dann passiert. Ich würde es jetzt halt ungern erwähnen, was dann passiert, weil dann würde ich hier einfach das für Leute, die es eben noch nicht gesehen haben, dann einfach wegspoilern, das würde ich ungern wollen, so. So, was wollte ich machen? Ach ja, ich wollte ja mal ein bisschen Essen und Trinken noch holen. In der Zwischenzeit können wir schon mal die Batterien ein bisschen laden. So, das sollte eigentlich schon reichen. Schickes GIF übrigens. So. Ja, aber irgendwas, wie gesagt, stimmt hier nicht. Wie du siehst, hier ist ein Abstand dazwischen. Hier konnte ich nichts hinbauen. Also hier hat sich irgendwas verschoben seit dem letzten Update. Aber naja, ich werde das mal beobachten, ob das weiter so ist. Aber ich würde halt ungern nochmal von vorne anfangen wollen. Aber wenn es so ist, dann ist es nun mal so. Na, ich mag das Spiel, weil das halt klingt jetzt erstmal komisch, sehr freundlich ist. Also wie gesagt, ich bin hier nicht verpflichtet oder ich muss hier niemanden töten. Du kannst es halt schön erforschen. Optisch ist es natürlich auch ein richtiger Augenschmaus. Dagegen ist nichts zu sagen. Und es macht halt Spaß, es ist halt mal ein richtig schönes Survival-Spiel. Ohne Mega-Crafting-Elemente, wie man es halt von anderen Spielen kennt, dass man sich halt zu Tode craftet. Ja, gut, den Fisch können wir freilassen. Den brauche ich nicht mehr. Schwimme, du kleiner Fisch. Schwimm. Weißt du, auch mal witzig fand, ist zum Beispiel, wenn die Basis komplett unter Wasser steht und du dann die Fische rauslässt, was du dann zum Schluss, wenn die Basis wieder trocken ist, dann fliegen die hier die ganze Zeit immer rum. Also die sterben nicht oder so. Die bleiben dann tatsächlich in deiner Basis und schweben hier halt überall rum. So, dich nehmen wir. Können wir das schon mal wieder einbauen. Bedanke mich bei dir. So, dann können wir auf jeden Fall... Ich wollte schon länger mal den Ton leiser machen, weil jedes Mal... Aber dann sehe ich auch wenigstens, wenn einer reinkommt, mir es immer das halbe Ohr abreißt. So, dann können wir das hier noch entfernen. Wir hatten ja irgendwo auch noch eine Batterie drin, die nicht ganz voll mehr war. Die hier. Perfekt. Na. Ach, das Spiel hat zwar immer noch so ein, zwei kleine Macken, aber wie gesagt,
Über die kann man wunderbar hinwegschauen. Gut, dann muss das Ganze jetzt hier erstmal laden. Was sage ich? Ach, Stündchen haben wir eigentlich vorbei. Ich wollte eigentlich jetzt einen neuen Stream gleich machen, aber wie gesagt, 10 Minuten lasse ich das noch, damit ich den dann auf YouTube hochladen kann. Und ja, werde ich morgen auf jeden Fall den vierten Teil davon aufnehmen. Aber da hören wir uns jetzt auf jeden Fall nochmal die Nachricht an. Aurora, hier spricht die Sunbeam. Wir haben gerade ein riesiges Trümmerfeld an ihrem Standort entdeckt. Ich hatte keine Ahnung, wie schlimm es ist. Wie viele von ihnen. Ich hatte keine Ahnung. Wir sind auf dem Weg zu ihnen. Wir werden sie nach Hause bringen. Sunbeam Ende. Gut. Was soll ich sonst sagen? Das einzigste Mal, als ich so ein großes Schiff auf so einem kleinen Felsen geparkt hatte, in der VR. Achso, in der VR war. Und ich hatte es vermasselt. Jawohl. Ja, sieht nicht gut aus. Aber die Alternativen sind auch nicht besser. Naja. Gut. Also, wir müssen ja ein bisschen warten. Ja, siehst du, ist der Fisch immer noch. Ist jetzt schon fast wie so ein kleines Haustier. Hallöchen. Ja, wie gesagt, man könnte es jetzt übertreiben. Ich könnte jetzt hier so ein bisschen was an die Wände machen. Wie gesagt, die ganze Bude fluten. Und dann hier so ein paar Fische ablassen, dann die Bude reparieren. Und dann ist der Rest auch wieder in Ordnung. So, was wollte ich jetzt noch machen? Ich jetzt noch irgendwas Datenbank-Style? Ne. Baupläne. Taucherflasche mit hoher Kapazität. Habe ich die nicht schon drin? Standard? Jawohl, die hatte ich auch schon gebaut. Den könnte ich jetzt noch machen, aber... Jawohl, das brauche ich dann später für die Aurora. Bräuchte ich eigentlich jetzt noch nicht. Gravitationsfallen brauche ich nicht. Ultra... Ah, die habe ich noch nicht. Perfekt. Aber ich glaube, die kann ich hier nicht bauen, oder? Nee. Genau, dafür brauche ich nämlich die Modifizierungsstation. Und dafür fehlt mir noch ein bisschen was. Dafür brauche ich auf jeden Fall jetzt erstmal die zwei Dinger. Dann können wir die erstmal gemütlich noch laden lassen. Die werden... Jawohl. So, rein damit. Rein damit. Ach, wir müssen leider nachfüllen, so leid wie es mir tut. So, rein damit. Na gut, dann holen wir uns jetzt... Was mache ich denn? Ja, also wie gesagt, für meinen Geschmack könnte es von diesem Spiel, wie gesagt, ruhig noch ein paar mehr geben. So, da wollte ich hin. Weil hier gab es auf jeden Fall vorhin noch ein Wrack, was ich noch nicht markiert hatte. Aber ich hatte mir gemerkt, das war bei Rettungskapsel 17... Da hatte ich nämlich die Signalboje noch nicht. Das heißt, werde ich hier gleich mal noch eine Signalboje droppen. Und dann werden wir mal das Wrack erkunden. Ich hoffe, das ist nicht verglitscht, wie das andere gerade. So, da ist da. Da haben wir auch schon das Wrack. So, Scannerraum haben wir schon. Was war das? Genau, wir brauchen einfach den hier, will ich mal markieren. Weil hier geht es dann nachher später runter zum Pilzbiom. Ich sage jetzt noch nicht genau, was man da genau findet. Darum hatte ich hier nämlich zwei Bojen. Na. Ich sag doch, es ist irgendwie verglitscht zurzeit. Na, jetzt. So. Pilzbiom. So, obwohl ich könnte auch sagen, dass ich da unten eine Degasi-Basis finde. Damit kann wahrscheinlich einer, der es noch nicht geguckt hat, eh noch nichts anfangen. So, hier markieren wir mir mal ein neues Wrack.
das ist Frack 2. Aha, was schreibe ich denn? Wunderbar. Gut, und dann gehen wir das jetzt auch mal erkunden. Also muss ich noch mal kurz gucken, wo es hier reinging. Erstmal wird da fett drauf losgescannt. Ah, Batterieladestation, die haben wir schon. Drehstuhl ran damit. So, da kann ich mal leider noch mal schnell raus ein bisschen Luft holen. Ja, ich hätte mir eigentlich den anderen Helm mitnehmen sollen, aber ich weiß nicht, ob es hier Strahlung gibt. Na. So. Gab es hier noch was drin in den Dingern? Nein. Na, ich muss halt aufpassen. Spätestens immer bei der halben Luft muss ich raus, weil ich würde halt ungerne, wie gesagt, verrecken wollen. Ah, das Batterieladestation zeige ich alles schon. So, okay, müssen wir es dann wieder raus. Ich habe es hier nicht noch mehr. Ach genau, dann geht es nach dort rein. Ach, da darf man ja nur nicht die Orientierung verlieren, ansonsten war es das mit allen. Ja, nö, ich baue mir nachher einfach neue Bohlen, also die sind ja günstig. Ich werde eh danach, wie gesagt, wieder... zurückgehen in die Basis, und da werde ich mir einfach neue Bohlen bauen. Wie gesagt, mich stört das nicht, ich bastel hier mal alles voll mit Bohlen. Achso, du meinst hier die Bohlen, damit ich mich hier nicht verlaufe. Naja, ich war ja schon tausendmal drin, ne? Das sollte eigentlich gehen. Es ist zurzeit verglitscht, das Spiel. Ich weiß nicht, was hier los ist. Normalerweise kommt man auch hier lang. Okay, gut. Dann gab es aber, glaube ich, noch einen zweiten Eingang hier rein. So, der war, glaube ich, weiter oben. Muss ich selber jetzt noch mal genau gucken, wo der war. Oder war der weiter unten? So, wo war der Eingang? Aber mich würde das echt ärgern, wenn das Spiel so ein bisschen verglitscht jetzt mittlerweile ist oder wäre. Dass da irgendeiner nicht aufgepasst hat. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Mhm.
So, also wie gesagt, wenn du siehst, dass es hier irgendwo reingeht, außer da an der Stelle, wo ich schon mal war, dann sage einfach Bescheid. Aber ich glaube, es war doch hier irgendwo noch. Es war nicht nur die eine Stelle, insofern ich mich erinnere. Weil dafür war das Wrackteil zu groß. Also ich weiß, hier gab es mehr. Ja, na klar, ich habe ja hier so einen Türschneider. Aber die kann man, glaube ich, nicht aufschneiden, die Türen. Also kann er mal hingehen. Warte mal. Das war ja nicht die. Ja, du meinst die hier, aber das ist ja Quatsch. Das ist ja die von hier. Und die kann man nicht aufschneiden. Die meisten, die sehen ja dann auch so ein bisschen komisch. Aber jetzt buggt doch noch der Sound. Ich höre es doch eindeutig. Also irgendwas erscheint, muss ich wahrscheinlich echt mal das Spiel neu starten. Okay, die weiße Tür kann ich aufschneiden. Okay. So, ich weiß jetzt nicht, welche Tür du meinst. Meinst du die hier? Ach, da hat es mich auch schon erwischt, oder? Nee, die kann man eben nicht aufschneiden. Es gab aber irgendwo, glaube ich, noch eine andere Tür. So, jetzt sehe ich hier noch mal rein. So. Du meinst die hier? Nee, die machst du, glaube ich, von der anderen Seite. Oh, sofern wie ich mich. Ach, warte mal. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Lass mich kurz überlegen. Das muss ich reparieren. Ich glaube, das muss ich mit einem Repairer. Musste ich da, glaube ich, was Jans machen. Ich glaube, so war's. Aber wo ist der Kasten? Nee, das war's nicht. Das war's auch nicht. Wie war das gewesen? So. So, ich würde sagen, 0 Uhr 50. Ja, 10 Minuten noch, dann werde ich das Ganze auch für heute beenden. Aber ich irgendwo war das so. Jetzt gehen wir noch mal hier lang und gucken wir mal, ob wir hier nicht irgendwas übersehen haben. Also hier ist es nicht. Also ja, bei welchen, da musstest du ja so einen Kasten wie auch am Anfang in deiner Rettungskapsel, den konntest du reparieren.
Ach, das Subkanonenfragment, das habe ich schon. Wenn ich da noch näher rangehe, kriege ich ihn geklatscht. Und solche Türen eigentlich, die mit dem Schloss so locket sind, die konnte man reparieren. Ansonsten wäre die Tür so ja, bräunlich angegangen. Und die kann man aufschneiden. Gut, na, dann muss ich nochmal außen drum rum ballern. Ah ja, ein Levitan, ein Lieber. Das sind tatsächlich die größten Tiere im Spiel selbst, aber auch die friedlichsten, die tun einem nichts, haben auch immer Ressourcen mit dabei. So, gucken wir uns das hier nochmal an. Irgendwo habe ich sie übersehen. Achso, das war so ein kleiner Fisch, der hat den anderen gegessen. Ich dachte, hier hinten war noch irgendwas offen, wo es reinging, aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr zu 100% sicher. Sorry, Fisch. Ja, sorry, wen auch immer ich gerade erwischt habe. Ja gut, ist kein Problem. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich wünsche dir was. Ja, ich werde morgen auf jeden Fall noch ein weiteres Spielchen machen. Ich werde das Ganze jetzt eh beenden und ja, angenehme Nachtruhe. Schön, dass du vorbeigeschaut hast. Dürüm, 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 dürüm. Na gut. So, na gut, meine lieben YouTube-Zuschauer, dann werde ich das an dieser Stelle auch beenden. Ich wünsche euch eine angenehme Nachtruhe. Wir werden uns ja morgen, übermorgen auf jeden Fall erneut sehen. Dann werde ich das auf jeden Fall ganz fortsetzen und bis dahin habt ein schönes Leben.